Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Wir lassen uns jetzt von dem Coronavirus und von fallenden Kursen an der Börse die Laune nicht verderben. Ihr wisst, es gibt Liebe in Zeiten der Cholera und es gibt auch Aktien und Tenbagger in Zeiten des Coronavirus. Das heißt, wir sind weiterhin drauf und dran, in Aktien zu investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und Tenbagger sind in. Ihr habt mit 88% der Stimmen gewollt, dass wir uns an den Mario dranhängen, an die Mission Money und dass wir da denen ihre Tenbagger-Vorschläge mal vielleicht aus einem anderen Blickwinkel oder einem ergänzenden Blickwinkel begutachten, sodass man dann ein bisschen, ja, etwas mehr einen runderen Blick hat oder einen Rundumblick oder Rundumblick, weiß ich nicht, ob das wird, aber auf jeden Fall halt ein zusätzliches Auge drauf geworfen. Und ich habe mir das Ganze jetzt auch angeschaut. Das letzte Video ist rausgekommen von den Kollegen. Ich glaube, gestern war das. Und dann würde ich sagen, geht's gleich mal los. Mein Name ist Thorsten Tietz. Ich bin der Betreiberseite Aktienfinder.net. Also hier geht es normalerweise ums langfristige Investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Langfristig musst du ja auch dabei bleiben, um wirklich Tenbagger einzulochen. Das reicht ja nicht, wenn du die richtige Aktie kaufst. Du musst sie auch eine Weile lang haben, damit sich dann entsprechend der Gewinndynamik dann auch der Kursdynamik voll entfalten kann, sodass du dann halt 900% Kursgewinne einfasst. Das hat aber alles der Mario von Mission Money schon sehr gut erzählt. Hier soll es jetzt um die konkreten Aktien gehen, zum ersten und zum nullten. Das heißt, ein bisschen vorher noch möchte ich den neuen Ansatz von Mission Money mal kurz nochmal darstellen und meine Sicht zum Besten geben. Und zwar ist das ja schon das Folgevideo von Mission Money gewesen. Sie haben jetzt nochmal ein bisschen umgeschwenkt, was in Ordnung ist. Sie haben mehr Wert gelegt auf eine kleine Marktkapitalisierung, weil kleine Unternehmen eben noch potenziell stärker wachsen können, als es größere Unternehmen schon tun. Und gehen wir mal in den Aktienfinder rein. Dann den Disclaimer übrigens noch, du kannst mit Aktien Geld verlieren und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Das sollte klar sein. Und dann gehen wir nochmal in den Aktienfinder jetzt richtig rein hier. Und da haben wir im Prinzip jetzt zwei Listen von Tenbaggern. Wir haben die erste Liste von der Mission Money. Wir haben jetzt hier dann die zweite Liste. Die erste Liste, die zeige ich gerne nochmal. Das ist hier Tenbagger Fragezeichen, habe ich das genannt. Und wenn du dir das anschaust, dann siehst du halt, dass dann noch relativ große Unternehmen dabei gewesen sind, wie die Sberbank of Russia beispielsweise. Also einige Unternehmen oder die meisten Unternehmen hatten über 1 Milliarde Marktkapitalisierung bis hin zu 73 Milliarden Marktkapitalisierung. Und die zweite Liste der Tenbagger, die dann überarbeitet worden ist, die unterscheidet sich doch ganz deutlich von der ersten Liste dadurch, dass es erstens ein paar weniger Aktien sind, was mir ganz entgegenkommt. Und zweitens, dass die Marktkapitalisierung sehr viel niedriger ist, sodass wir hier mal tendenziell ein höheres Wachstumspotenzial haben. Dann ist mit dieser neuen Liste von Mission Money auch ein neuer Ansatz, eine neue Methodologie eingeführt worden. Die hat dann auch der Mario präsentiert und hat jede Aktie quasi anhand eines gewissen Sets an Kennzahlen durchgesprochen, mehr oder weniger ausführlich. Außer der Marktkapitalisierung spielt eine Rolle bei ihm nur noch das KGV, KPV, KCV. Hier geht es immer darum, im Prinzip herauszufinden, ob die Aktie günstig ist oder vielleicht doch schon teuer ist. Grundidee, je günstiger die Aktie, Stichwort Unterbewertung ist, desto ein besserer Startzeitpunkt, desto mehr Kurspotenzial hat die ja noch, weil dann ja auch noch zusätzlich zur Gewinndynamik, die dazu führt, dass das Unternehmen mehr wert wird, also wird auch die Aktie mehr wert als Anteil am Unternehmen, auch noch ein Kursaufholungsprozess quasi stattfindet, der dann sozusagen wie ein Turbo wirkt. Das Wichtigste ist aber das langfristige Gewinnwachstum des Unternehmens und nicht die Unterbewertung. Das kommt jetzt von mir. Ich sehe das auch etwas kritisch, muss ich sagen. Ich habe in dem Video auch, im Video wurde auch erwähnt, KGV kleiner 25 wäre wünschenswert. Das halte ich nicht für notwendig. Erstens kann man sich schon fragen, ob das KGV für solche Aktien in so einem frühen Stadium überhaupt aussagekräftig ist. Erstens, weil der bilanzierte Gewinn ja oft nicht im Fokus steht eines solchen Unternehmens, beziehungsweise die Gewinnmaximierung. Man sieht es ganz gut, wenn wir uns nochmal den Klassiker hier hochholen, nämlich Amazon. Dazu bringt der Filter nichts. Wir müssen hier in die Suche reingehen, also Amazon. Und wenn wir uns jetzt mal Amazon angucken, dann hieß es ja schon vor 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren, die Aktie ist heillos überbewertet, und zwar anhand des KGVs.
Und hier siehst du die historischen KGVs. Wir hatten schon im Jahr 2003 ein KGV gehabt von 471 bei Amazon. Meinte also die Aktie damals nie kaufen dürfen. KGVs, sondern von 50, 80, 2013, 2015 ebenfalls KGVs von mehreren 100, 500 teilweise. Was dann damit zusammenhängt, dass der Gewinn pro Aktie schlicht und einfach die falsche Größe war. Besser hätte man den operativen Cashflow genommen, also nicht das KGV, sondern das KCV. Was aber auch in der Methodologie von Mission Money vorkommt. Also insofern wird das auch berücksichtigt und sie halten sich ja auch nicht komplett dran. Also sie stellen auch Aktien vor mit deutlich höheren KGVs. KGV, KCV, KBV. Das sind aber, jetzt kommt noch was anderes, ein anderer Gedanke von mir. Das sind alles so statische Kennzahlen. Das heißt, das sind alles Schnappschüsse, wie ich das auch bezeichne. Also wenn man hier noch mal ein bisschen, bleiben wir kurz bei Amazon. Dann hast du halt immer ein KGV für 2019, 2018. Und du siehst hier, wie stark die sich unterscheiden können von einem Jahr, einem Geschäftsjahr auch auf das nächste. Haben wir hier kein KGV, weil Amazon mal leicht Verlust gemacht hat. In 2014 offensichtlich und in 2015 kleinen Gewinn gemacht, sodass das KGV in die Höhe geschossen ist. Und danach hat sich es wieder ja, halbiert in dem Fall und dann ist es wieder höher gegangen und hat sich hier wahrscheinlich gedrittelt, so ungefähr. Also es kann sich sehr stark ändern, das KGV. Und es sagt halt nichts darüber aus, ob dieses KGV, das aktuelle KGV, was ja immer von Mission Money in diesem Fall genommen wurde, aber auch KBV oder KCV, ob die repräsentativ sind. Beim KBV ist was anderes. Der Buchwert, der ändert sich im Regelfall nicht so schnell, aber der Gewinn oder der Cashflow, das kann sich doch sehr schnell ändern. Und da kommt es dann halt darauf an, dass hier eine gewisse Stabilität vorherrscht, eine gewisse Zuverlässigkeit in der Entwicklung und dass es nicht hier so hoch und runter springt. Sonst hat man mal mehr ein höheres und mal niedrigeres KGV oder KCV, Kurs-Cashflow-Verhältnis. Was in der Methodologie von Mission Money auch vorkommt, ist die Dividendenrendite, die halte ich persönlich aber für unwichtig, wenn es um Tenbagger geht. Ein Tenbagger wirst du ja kaum erreichen durch die Dividende, durch die Rendite außer Dividende, sondern insbesondere oder fast ausschließlich durch die Dividende aus Kursgewinn. Deshalb halte ich die Dividendenrendite für unwichtig. Die langfristige Wachstumsrate haben sie noch, das ist für mich das zentrale Element, denn nur wenn die Unternehmensgewinne, Cashflows, wenn die dynamisch wachsen, über einen gewissen Zeitraum, mehrere Jahre, dann kannst du irgendwann vielleicht damit rechnen, wenn du Glück hast, dass du entsprechend einen Tenbagger dir ins Depot geholt hast. Es gibt noch die Eigenkapitalrendite in der Methodologie von Mission Money. Mit der arbeite ich im Aktienfinder zum Beispiel nicht. Ich arbeite im Aktienfinder mit Margen, nicht mit Eigenkapitalrendite. Warum? Weil du bei der Eigenkapitalrendite ja eigentlich auch noch die Schulden betrachten müsstest, was Mission Money nicht macht beispielsweise. Also es ist an der Stelle eine sehr einseitige Betrachtung. Je weniger Eigenkapital bzw. je mehr Fremdkapital ich habe, also je mehr Schulden ich aufnehme im Unternehmen, desto höher prinzipiell die Eigenkapitalrendite, weil der Gewinn dann auf weniger Eigenkapital trifft. Eigenkapitalrendite berechnet sich ja aus dem Gewinn, Nettogewinn normalerweise, geteilt durch das Eigenkapital. Wenn ich halt sehr wenig Eigenkapital habe, weil ich sehr viele Schulden habe, dann ist die Eigenkapitalrendite halt entsprechend hoch. Da wird quasi gehebelt mit Fremdkapital. Dieses Hebeln führt aber dazu, dass das Risiko natürlich auch viel größer ist. Ich erkaufe mir dann quasi eine hohe Eigenkapitalrendite durch ein erhöhtes Risiko. Und das muss einem natürlich bewusst sein. Bei den Margen, die sind unabhängig von der Verschuldung, so dass man hier nicht diese zweiseitige Betrachtungsweise haben muss. Das ist quasi einfacher zu interpretieren. Außerdem haben Margen mehrere Stufen. Und wenn man die einmal verstanden hat, welche Stufen das sind, kann man dann nur mal genau beurteilen, wo jetzt die Rentabilität vielleicht hakt, beziehungsweise wo sie sich wie entwickelt. Denn das geht halt mit der Eigenkapitalrendite alleine nicht, weil es hat ja nur eine Kennzahl, ist ja also quasi einstufig. Was die Kollegen dann noch haben, ist das DDM, das Dividend Discount Model, wo sie dann berechnen, wie hoch das Potenzial ist, das Tenbagger-Potenzial der jeweiligen Aktie. Wenn man es jetzt ganz streng nimmt, heißt es ja Dividend Discount Model. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, was ich von der Dividende halte, nämlich dass ich die nicht für wesentlich erachte, wenn man auf Tenbagger-Jagd geht.
Und die meisten dieser von Mission Money vorgestellten Aktien gehen ja wieder zurück dann auf den entsprechenden Merkzettel. Die schütten ja überhaupt keine Dividende aus. Also könnte man streng genommen überhaupt keinen Barwert ausrechnen auf diesem Modell. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich das Dividend Discount Modell genommen haben oder ob sie es nur so genannt haben. Gut, aber insgesamt ist es immerhin mal ein Ansatz. Das ist ja schon mal nicht schlecht, also nicht komplett aus dem Bauch heraus. Was ich jetzt vorschlagen würde, wäre, wir gehen die Aktien einfach mal durch, eine nach der anderen, und dann gucken wir mal, ob wir da was Entsprechendes finden. Prinzipiell sind wir uns ja einig, was die Bedeutung des langfristigen Gewinnwachstums angeht. Das heißt, langfristiges Gewinnwachstum ist das A und das O. Nur muss es halt bei den Ten-Backern ein bisschen dynamischer sein als bei Fans von einer Dividendenstrategie. Die wollen auch dynamisches Dividendenwachstum haben. Die Dividenden sollen ja gesteigert werden langfristig. Und wie soll das passieren, wenn der Gewinn nicht steigt des Unternehmens? Dann kann sich das Unternehmen ja keine höhere Dividende leisten. Also wie gesagt, im Prinzip geht man sowieso in die gleiche Richtung. Jeder Aktionär, der langfristig denkt, sollte in die gleiche Richtung gehen und auf Unternehmen mit langfristig steigenden Gewinnen setzen. Nur bei Ten-Backern ist es natürlich ein Extrem, ja. Die Dividendenkennzahlen sind nicht so wichtig. Was hier wichtiger ist, das ist dann die Geschichte hier mit den gewinnbasierten Kennzahlen. Ich sortiere das Ganze mal nach der Marktkapitalisierung und dann würde ich vorschlagen, arbeiten wir uns hier mal so ein bisschen durch. Gucken wir erstmal hier My Homes an. Das wird jetzt keine tiefgehende Analyse werden. Sonst wäre die Zeit, also sowohl die Vorbereitungszeit als auch die Videozeit, totale Überlänge gewesen. Der Mario von Mission Money, der hat ja immer ein bisschen was dazu erzählt. Wenn ich es dann auch noch auswendig weiß, kann ich auch noch was sagen. Also die bauen Häuschen zum Beispiel. Und dann fangen wir mal mit dem ersten an. Ich habe eben aufgeschrieben, wie groß das langfristige Gewinnwachstum ist. Ich habe das bloß nicht richtig sortiert, aber ich finde es relativ schnell. Ich habe hier eine Tabelle, die seht ihr nicht. Und das ist 23% langfristiges Gewinnwachstum, das A und das O. Und hier muss ich jetzt ein bisschen tadeln. Ich habe ja hier auch das Gewinnwachstum hier. Und relativ oft stimmt es nicht überein. Hier übrigens stimmt es überein, so halbwegs jedenfalls. Und zwar, was ist denn das langfristige Gewinnwachstum? Das ist jetzt bei Mission Money nicht genau definiert worden oder ich habe es übersehen. Also wenn wir hier im Aktienfinder von Gewinnwachstum sprechen, dann haben wir hier einen Tooltip und da steht halt genau da, wie das definiert ist. Das ist durchschnittliche Gewinnwachstum auf die entsprechenden entweder 10 Jahre oder auf 5 Jahre. Und wenn Mission Money von langfristigem Gewinnwachstum spricht, dann weiß ich nicht so genau, was damit gemeint ist. Auf der einen Seite wird es in die Zukunft projiziert, aber beruht das jetzt auf Prognosen oder sollen das die letzten Jahre sein? Also wenn es die letzten Jahre sein sollen, dann haut es oft nicht hin. Hier haut es relativ gut hin, wenn ich da von 23%, also wenn Mission Money von 23% spricht. Was ich immer ganz wichtig finde, ist einfach mal hier einen Blick auf den langfristigen Gewinnverlauf. Da blinken wir mal den operativen Cashflow aus. Und dann sieht man noch Folgendes, dass das Unternehmen es nicht geschafft hat, seine Gewinne langfristig zu steigern. Dass wir zum Beispiel in den Jahren 2004 und 2005 höhere Gewinne hatten als jetzt hier aktuell in 2019. Und auch die Prognosen, die sehen ja jetzt nicht so aus, wie man sich das vorstellen könnte, wenn hier von über 20% im Gewinnwachstum die Rede ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben zwar hier historisch gesehen relativ hohes Gewinnwachstum, jedenfalls auf 5 Jahre, aber es kommt natürlich dadurch zustande, dass wir hier einen starken Aufholprozess hatten, weil der Gewinn vorher extrem stark eingebrochen ist. Man sieht auch hier entsprechend nochmal, woher das kommt, dass wir hier stark schwächelnde Umsätze haben und dann auch noch hier einen Einbruch bei der operativen Marge. So dass ich hier mehr oder weniger spontan keinen Ten-Bagger erkennen kann. Wir haben hier dann auch noch den Kursverlauf so ganz knapp und rudimentär dargestellt, aber für uns reicht es. Hier dann der zweite Tadel, Mission Money hat eigentlich immer den Chart gezeigt von 2015 ab oder ab und zu halt noch später, je nachdem, wenn das Unternehmen später an die Börse kam. Und dann gab es oft so einen relativ positiven Kursverlauf, so wie hier. Wenn man einfach mal rauszoomt, dann sieht man, dass das langfristig nicht unbedingt ein gutes Investment war.
Gut, wenn man hier eingestiegen wäre 1999, dann hätte man da immer noch seine Rendite mitgemacht. Aber zwischenzeitlich gab es mal einen Hype und dann ging es wieder nach unten. Wir hätten ja hier auch noch das Ganze mal ein bisschen konkreter hier anzubieten mit den entsprechenden Bewertungsmethoden. Aber das mache ich nicht bei jeder Aktie, sondern nur bei denen, wo es sich meiner Meinung nach lohnt. Also hier siehst du langfristig so mehr oder weniger ja, ein volatiles Seitwärtslaufen der Aktie. Also für mich ist MI Homes nicht interessant. Dann kommen wir zur PaySign. Und PaySign muss ich sagen, die halte ich für interessant. 36% laut Mission Money Gewinnwachstum. Dann siehst du hier, dass das laut dem Aktienfinder, laut den Kennzahlen, die ja selbst berechnet sind, dass das Gewinnwachstum in der Vergangenheit sogar höher ausgefallen ist. Hat sich erstmal verlangsamt von über 100% aus 10-Jahres-Sicht auf 44%. Aber laut Schätzung soll es auch wieder anziehen, stärker als je zuvor sozusagen. Und du siehst hier dann die Dynamik, erinnert so ein bisschen vielleicht an Amazon und den, also der operativen Cashflow einblenden. Ist eine relativ kleine Firma, der operative Cashflow wurde hier gar nicht geschätzt. Das heißt, ist kleine Firma, also ist die zweitgrößte. Was haben die? Aber die haben jetzt 400 Millionen Dollar Marktkapitalisierung, also im Prinzip noch relativ klein, sodass es nicht komplett geschätzt ist. Jedenfalls nicht aufgrund der Broker, die Factset zur Verfügung hat, aber der Gewinn wird ja geschätzt und wenn du das hier siehst, da kann man ja durchaus eine gewisse Dynamik erkennen. Und da macht es jetzt auch Sinn, wenn wir uns mal hier die Bewertung anschauen von dem ganzen Ding. Und jetzt muss man aber jetzt erstmal mal eins wieder einschränken und zwar guck mal hier, wie das Ganze aussieht. Ich mache das mal weg und blende mal einen Gewinn ein. Hier ist ja der Gewinn noch sehr, sehr unzuverlässig gewesen, wie es sich entwickelt hat. Das siehst du auch am Delta-Gewinn. Hat sich mal hier um 400% gesteigert, dann ist er wieder um 80% eingebrochen, also wieder um 500% hoch und dann um 400% wieder gefallen. Ich habe hier eine ganz besondere Prozentrechnung, kommt auch damit zurecht, wenn aus Plus quasi Minus wird. Und erst so hier ungefähr fängt es an, sich einzupendeln. Und das entspricht ja auch so Pi mal Daumen dem Kursverlauf. Wenn du mal guckst, was die Aktie wert war, 10 Cent, 18 Cent, viele Jahre lang und so richtig explodiert, das ist das hier, ist sie dann auch erst, als der Gewinn angefangen hat abzuheben und ist jetzt aber wieder fleißig zurückgekommen. Haben wir wohl hier eine leichte Überbewertung gehabt der Aktie. Siehst du dann auch hier, wenn du den fairen Wert basierend auf dem Gewinn einblendest. Jetzt allerdings ist das hier ja noch nicht symptomatisch. Das ist noch diese schwächelnde Auf-Ab-Phase, wo die Aktie quasi noch ein Penny-Stock war. Ich würde sagen, wir gehen mal ab hier hin. Vielleicht ist natürlich auch alles mit Vorsicht zu genießen, weil das Unternehmen erst seit kurzem quasi den Lauf hat. Wir haben eine sehr kurze Historie, aus der wir das historische KGV ableiten können. Wir können die Historie sogar noch kürzer machen, wenn wir sagen, das typische KGV, was wir der Aktie jetzt zugestehen, wäre 50, aber wir lassen es einfach mal da. Und dann siehst du hier nichtsdestotrotz immer noch hier eine Überbewertung. Und dann hätten wir hier aber einen fairen Wert der Aktie. Und jetzt wird es interessant, wenn wir jetzt mal hingehen und einfach mal schauen, was für eine Rendite wir denn erwarten könnten, basierend auf dem aktuellen Kurs 7,94, falls denn die Gewinne so steigen sollten und falls das durchschnittliche KGV 46 wäre, dann hätten wir hier aufs Jahr eine Rendite von 50%. Prozent. Und jetzt muss ich mal kurz rechnen. Das wären also 900 durch 50 wäre 18, ja genau 18. Also es wären auf jeden Fall unter 18 Jahren, in denen man dann bräuchte für einen Tenbagger. Mario hat es ausgerechnet, aber ich weiß nicht mehr ganz auswendig, wie viele Jahre werden es sein. Keine Ahnung, vielleicht sind es nur 10 Jahre. Auf jeden Fall wäre dann hier relativ schnell der Tenbagger erreicht, wenn das denn so weitergehen würde. Also die Aktie hat durchaus ein gewisses Potenzial. Dann gehen wir mal weiter. Oxford Immunotech, also PaySign, ne, wie PayPal und oder Wirecard, hat irgendwas mit Zahlungsdienstleistungen zu tun, mit Online, Internet und so. Das hat ja immer viel Fantasie. Oxford Immunotech, ich glaube, das war Bioscience oder so, also hat was mit Medizin zu tun. Was sagt Mission Money hier? 32%. Langfristiges Gewinnwachstum. Was sagt der Aktienfinder? Der sagt im Prinzip, der jährliche Zuwachs des Gewinns geschätzt 1112%. Ich glaube, das müssen wir uns mal angucken. Ja, das sieht doch
Hier sehen die Kennzahlen also deutlich besser aus als das Bild. Deshalb sage ich immer auch, Bilder sagen mehr als 1000 Kennzahlen. Das Unternehmen ist also nach wie vor nicht profitabel. Nichtsdestotrotz verringert es die Verluste und deshalb hier positive Gewinnsteigerungsraten. Das könnte man jetzt auch ändern und wie sollte man das sagen, irgendwas mit Verlust, aber ist ja jetzt auch egal. Es soll angeblich Gewinne machen, Anfang übernächsten Geschäftsjahres. Das ist nicht das laufende Geschäftsjahr, des nächsten Geschäftsjahres. Mario hat darauf hingewiesen, es ist als sehr riskant, die Jagd auf Tenbagger. Und wenn man in Unternehmen investiert, das bis heute noch keinen Gewinn gemacht hat, dann denke ich, unterstreicht das das Gesagte. Was mir hier aufgefallen ist, das war, dass Mario noch meinte, dass der Return on Equity 75% beträgt. Und dann habe ich einmal gedacht, boah, so viel? Haben die so wenig Eigenkapital? Habe ich mal kurz hier reingeguckt. Er sagt, nein, daran liegt es nicht. Dann habe ich mal kurz in den Geschäftsbericht geguckt und was stand da, dass das meiste, naja, da stand auf jeden Fall drin, dass der meiste Gewinn von Discontinued Operations kam. Bin ich jetzt bei der richtigen Aktie? Ich wundere mich nämlich gerade, weil, wenn die hier Verlust machen, wie können die dann Return on Equity haben? Egal, ein ungelöstes Rätsel. Vielleicht sagt es mir jemand im Kommentar, ich gucke später auch nochmal nach. Aber bleiben wir beim Return on Equity. Der Gewinn kommt zum meisten, kommt eigentlich aus dem Verkauf von den Laboren, die in den USA sind. Die sind quasi weg. Das heißt, es ist ein außerordentlicher der Ertrag, der zu dem, naja, Gewinn in Anführungszeichen geführt hat. Also ich sehe einen Verlust, aber ja, der auf jeden Fall dazu geführt hat, dass mehr unterm Strich hängen geblieben ist, als wenn diese US-Labore nicht verkauft worden wären. Und dadurch kam dann halt der hohe Return on Equity zustande. Steht im Jahresbericht 2018, Seite 40. Ich hoffe, ich habe mich nicht bei der Aktie vertan, aber ich glaube, das war die. Dann gehen wir mal weiter. Park City Group, oder? Nee, wir haben hier was Italienisches. Die machen was mit Cloud. Und da ist auch immer viel Fantasie. Und hier siehst du, die haben gerade sogar eine Auszeichnung hier. Wachstumsraten relativ hoch. 120% auf die letzten 5 Jahre im Schnitt, 62% geschätzt und laut Mission Money 39%, also das weicht, hier weicht es noch sogar nach oben ab. Schauen wir uns das Ganze mal an. Sehr kurzfristig hier, die Zahlen, die wir haben, sind vermutlich noch nicht sehr lange an der Börse. Es gibt auch noch nicht lange Kurse dafür, aber sie sind von Anfang an profitabel und hui, geht es ab nach oben. Umsatz erstmal in 2015 12 Millionen Euro, 12 Millionen Euro und dann haben sie das jetzt verdoppelt hier momentan auf 24 innerhalb von 4 Jahren. Also da ist ein bisschen Musik drin, außerdem bezahlen die sogar schon Dividende, auch nicht schlecht. Da könnten wir vielleicht sogar auch mal in die Bewertung reingehen hier. Wie sieht es aus? Wie immer mit Vorsicht zu genießen, extrem mit Vorsicht zu genießen, wenn wir eine sehr, sehr kurze Historie haben. Haben wir aber die KGVs, die doch halbwegs ordentlich aussehen. Das heißt, wir haben ein KGV mal von 34, von 45, das andere sehe ich gerade nicht. Wo lag das? Bei 42. Das heißt, relative Stabilität schon drin, sodass man echt damit arbeiten kann. Und dann hätten wir hier einen aktuellen Kurs von 99 Euro und faire Werte basierend auf den letzten Zahlen also Geschäftszahlen 2019 von 99 Euro, so ein Zufall, sowohl für den Gewinn als auch für den operativen Cashflow. Tatsächlich fast auf den Cent, genau, 18 Cent Unterschied. Die laut Dividende wäre es unbewertet, aber man ist ja mit einer Dividendenerhöhung zu rechnen, weil hier der faire Wert 118 und dann auch hier. Kann man da hier mal gucken, die haben jetzt bloß geschätzt bis zum nächsten Geschäftsjahr. Da hätten dann eine Rendite aufs Jahr Erwartung von 52,9%, also noch ein bisschen höher wie bei PaySign, hießen die, oder? Hießen die PaySign? Ja, wie bei PaySign. Also hier auch aus meiner Sicht tatsächlich Tenbagger-Potenzial. Und dann gehen wir mal weiter. Mastech Digital. Was die machen, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber das ist auch egal. Die haben ein langfristiges Wachstumspotenzial von 20%, angeblich. Hier sogar mehr laut Aktienfinder. Also in der Historie haben sie den Gewinn stärker gesteigert, den Verlust stärker abgebaut. Ja, kommen wir gleich hin. Aber hier jährlicher Zuwachs des Gewinns soll minus 20% sein.
Schauen wir uns das Ganze mal hier an. Zoom mal raus, the big picture sozusagen. Und das siehst du hier, wie bei dem ersten Unternehmen, was glaube ich, My Homes, dass wir hier einen höheren Gewinn hatten. Dann haben wir hier eine Durststrecke und jetzt zieht der Gewinn wieder an. Soll aber wieder hier laut Analysten dann fallen im Vergleich zu dem letzten Geschäftsjahr und dann wieder ungefähr leicht ansteigen, ungefähr auf das Niveau des letzten Geschäftsjahres. Also allein wenn ich das schon sehe, dann würde ich nicht sagen, dass da jetzt die nächsten 2 Jahre mit viel Kursmusik zu rechnen ist. Ich habe hier mal eine Sonderdividende, bin ich aber nicht Ursachen forschen gegangen. Gucken wir uns mal hier den Kursverlauf an. Seit 2008, Kurse erst seit hier. Fundamentaldaten habe ich schon ein bisschen länger. Und da ist die Aktie gestiegen. Die Aktie ist dort relativ hoch bewertet momentan. Also ist wohl ganz gut gelaufen. Die war schon knapp 18 US-Dollar wert. Jetzt ist sie momentan wieder 13 Dollar wert. Bist du gekommen? In Zeiten des Coronavirus, kein Wunder. Nichtsdestotrotz, also wenn ich das hier sehe, da begeistert mich das jetzt nicht unbedingt. Was schöner aussieht übrigens, das ist hier das Umsatzwachstum. Das Umsatzwachstum, wie hoch ist das eigentlich? Das liegt so bei 11, zwischen 10 und 11% langfristig und es ist sehr stabil. Das gefällt mir sehr gut. Stabilität des Umsatzes 0,8. Jetzt müssen dann nur noch die Margen stimmen und dann passt das auch. Aber mit 10% Umsatzwachstum bei stabilen Margen, dann dauert es lang, bis du einen Ten-Bagger hast. Wenn du es genau wissen willst, Mario fragen, der hat die entsprechende Tabelle. Ich habe sie nicht. Gehen wir zu Technotrans. Das ist der einzige Wert, der auch schon in der ersten Mission Money Ten-Bagger-Liste drin war. Ja, was laut Mission Money haben wir hier 51% langfristiges Wachstum. Nicht schlecht. Und was haben wir hier in Wirklichkeit? 18% auf die letzten 10 Jahre bezogen, dann hier nur noch 3% jährliches Wachstum auf die letzten 5 Jahre bezogen, minus 52%, uiuiui, laut Prognosen und so sieht das Ganze dann halt in Bildersprache aus. Mehrere Dividendenkürzungen haben wir hier, Dividendenkürzungen, Komplettausfall der Dividende, hier angeblich wieder eine Dividendenkürzung. Ja, also das begeistert mich jetzt wenig. Also ich kann mich da nicht erwärmen. Gehen wir mal weiter. Park City Group, wieder spiegeln. Was hat mir schon mal gesagt? 50% langfristiges Gewinnwachstum, fast wie Technotrans. Ja, und da ähnliches Bild. Auch hier soll der Gewinn sich halbieren, laut den Analysten. Und hat aber dafür in der Vergangenheit ungefähr mit zu über, etwas über bis 20% langfristigem Gewinnwachstum gepunktet. Beziehungsweise Abbau des Verlusts. Wenn man sich das hier mal wieder anschaut, dann sieht man, dass die die meiste Zeit über Verluste gemacht haben. Erst im Geschäftsjahr 2016 haben sie die schwarze Null erreicht. Und wenn man hier ein bisschen reinzoomen mal, dann siehst du, dass es dann ein relativ gutes Geschäftsjahr gegeben hat, wo der Gewinn von 0 auf 15 US-Cent gestiegen ist. Dann 1, 2 Jahre Stagnation und jetzt geht es wieder nach unten. Für mich jetzt auch nicht unbedingt ein Ten-Bagger. Dann gehen wir mal weiter. Wo waren wir? Die Park City Ranger Energy Services. Das war irgendwas mit Ölplattform, hat der Mario erzählt. Die gibt es noch nicht allzu lange. Da war auch, glaube ich, bei Mission Money der Chart erst seit 2017. Machen wir operativen Cashback. Die machen jetzt Gewinn. Haben vorher Verlust gemacht. Was haben die denn hier für langfristiges Wachstum? Laut Mission Money 63%, das sind damit Spitzenreiter in der Tabelle. Ich habe sogar 351%, aber nur basierend dann hier auf die Prognose, weil das hier, das Geschäftsjahr, das endet ja hier am Kalender. Also Geschäftsjahr gleich Kalender, ja. Das letzte Geschäftsjahr hat geendet. Wir haben dieses Jahr 2019 noch nicht, das heißt, die haben noch nicht reportet. Das ist das letzte Geschäftsjahr, da haben sie 39 Cent Verlust gemacht und dann sollen sie jetzt angeblich 20 Cent Gewinn machen und so kommen dann hier diese hohen Zahlen zustande. Ist für mich jetzt, also weiß nicht, ob das jetzt ein Ten-Bagger ist, auf jeden Fall ein hochriskantes Unternehmen, weil das ist jetzt also wirklich die Katze im Sack. Gehen wir mal weiter. Masterflex, 20% langfristiges Gewinnwachstum. Ja, also laut mir ist es sehr unterschiedlich. Einmal minus 15% auf 10 Jahre, auf 5 Jahre 13% und dann soll der Gewinn sich ungefähr wieder halbieren. Das spricht nicht gerade für Stabilität. Man sieht hier da massive Verluste. Dann geht es mir mal nach oben. Und ich glaube, der Gewinn auf 10 Jahre geht genau von hier
ab bis dann hierhin. Das ist natürlich das Problem, wenn man hier so Kennzahlen hat, die so Wachstumsraten hat, die ja nur im Prinzip zwei Punkte, einen Startpunkt und einen Endpunkt kennen, dann geht es hier halt hier nach unten und dann, wenn du, was weiß ich, von hier nach hier wieder nach oben. Naja, man sieht aber auch hier, das ist glaube ich jetzt die dritte Aktie, wo wir hier sehen, dass es mal halbwegs gut lief, beziehungsweise dass der Gewinn halbwegs ordentlich beziehungsweise hoch war und das dann ist er eingebrochen, Dividenden wurden gekürzt, hier werden sie dann wieder bezahlt seit jüngerer Zeit, seit 2017, aber nur noch ein kleiner Bruchteil mit 5 Cent von den 80 Cent, die mal ausgeschüttet worden sind bis 2008. Und seitdem dümpelt das Unternehmen halt so vor sich hin, sage ich mal, wenigstens was den Gewinn angeht, ist für mich jetzt auch nicht unbedingt ein Unternehmen, in das ich investieren wollte. Dann haben wir hier Vita 34, die machen irgendwas mit Blut und Nabelschnur, habe ich mir gemerkt. Und die haben laut Mission Money 32% langfristiges Wachstum, haben hier in der Vergangenheit nicht wirklich geglänzt mit Gewinnwachstum, haben jetzt aber vom letzten aufs laufende Geschäftsjahr geschätzt hier 60% angeblich Wachstumspotenzial, wenn es denn so kommt, wie die netten Herren Analysten sagen. So sieht das Ganze, das Gewinnwachstum langfristig aus. Immer wenn du sowas siehst, dann sind auch die Kursentwicklungen in der Regel nicht gerade berauschend. Das siehst du dann auch hier. Also hast du jetzt keinen Blumentopf gewonnen, wenn du im Jahr 2007 schon investiert hättest, das leicht negative Rendite gehabt. Und jetzt ging es aber wieder ab 2015 oder naja, also es ging wieder hoch ab 2016. Das ist das, was ich gesagt habe. Wenn Mission Money halt genau diesen Ausschnitt halt einbindet, dann sieht es halt ein bisschen besser aus. Ne? Also langfristig, für mich macht es auch wenig her. Dann haben wir noch die Kiwi Rivi Corp, die hat 31% langfristiges Wachstum. Ist ähnlich wie diese Ölplattform-Firma, die hat auch nicht allzu viel Historie anzubieten, wobei ein bisschen mehr. Die andere ging ja 2017 erst los, die hier ab 2014. Die machen jetzt auch schon Gewinne. Ist aber jetzt ja, also Prognosen gibt es keine. Warum gibt es keine Prognosen? Weil es halt ein Zwerg ist, ne? Die haben 33 Millionen Euro Marktkapitalisierung, so also recht klein. Sie haben schönes Umsatzwachstum, das kann man durchaus anerkennen. Die haben hier in 2014 Umsatz gemacht von 340 Millionen kanadischen Dollar. Da mache ich ja mit dem Aktienfinder schon mehr und dann sind die hier gestiegen und aktuell machen sie einen Umsatz von 4,5 Millionen kanadischen Dollar. Uff, ja, gut. Also, keine Ahnung, ob das ein Tenbagger wird. Es ist auf jeden Fall hochriskant. Mario hat es ja auch schon erwähnt. Tja, damit wären wir auch schon fast beim Fazit angekommen. Also, für mich gibt es zwei Aktien, wo ich sagen würde, wenn man mich zwingen würde, in die würde ich oder könnte ich investieren. Die eine ist PaySign. Die sieht doch ganz ordentlich aus, also auch mit schönem Potenzial hier. Ist auch in einer interessanten Branche tätig als Zahlungsdienstleister. Und das andere war hier der Italiener, wo ich auch sagen würde, das sieht soweit auch erstmal vielversprechend aus. Alles andere, da würde ich persönlich lieber die Finger davon lassen. Ja, gut. Kannst mir mal schreiben, was du von dem Ganzen hältst, ob das dir ein bisschen was gebracht hat hier, noch einen zusätzlichen Blick, ob du die eine oder andere Aktie im Depot hältst, brauchst du nicht sagen, muss dann keinem von uns peinlich sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, es hat dir gefallen und Spaß gemacht, hier mal durchzunudeln. Mario, wenn du das siehst, vielen Dank für die geile Steilvorlage und mal gucken, was Mission Money ja noch so abliefert in Zukunft. Dann bis zum nächsten Mal.